Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Interviewreihe der WEDO 2020 zum Thema gewerbliche Lastenradnutzung. Ich bin jetzt gerade in Kreuzberg bei VeloGut und bei mir ist Stefan Olches. Hallo. Hallo. Und wir reden jetzt über gewerbliche Lastenradnutzung. Wie schön, dass du uns empfängst. Erzähl doch mal, für welche Branchen könnt ihr alles Lastenräder anbieten? Im Prinzip eigentlich für alle Branchen, die bis zu einer Nutzlast von 100 Kilo plus Fahrer Objekte im Format 1x1x1 Meter transportieren wollen. So maximal. Also letztlich eigentlich alles auf einem Lastenrad transportieren, was man tragen kann. Insofern, also so die klassischen Bereiche, in denen wir Kunden haben, sind halt Hausmeisterdienste, alle Servicedienste, die irgendwas mit privaten Haushalten zu tun haben, Tischler, Fliesenleger, Schornsteinfeger, aber auch so klassische Lieferdienste, mehr und mehr Supermärkte, die halt ausliefern, die halt in den letzten Jahren das mit Sprintern oder ähnlichen Fahrzeugen probiert haben, merken, dass sie halt mit zweiter Reihe so ein bisschen Imageverluste auch haben und sehen, dass sie halt mit Lastenrädern oder Lastenräder plus Anhänger im Endeffekt sehr viel modularer und sehr viel flexibler agieren können. Und was für besondere Umbauten habt ihr schon gemacht? Also macht ihr die auch sozusagen auf die Branche spezifisch, bietet ihr die auch an? Also wir haben ein Repertoire von Lösungen, die wir uns sozusagen erdacht haben, weil letztlich ist natürlich die Ladefläche eines Lastenrades die Ladefläche so. Und es gibt dann halt die Anforderung, dass halt Sachen verschlossen transportiert werden müssen, gesichert werden müssen. Aber vielfach auch reicht die offene Ladefläche, sodass dann derjenige, der die Waren oder die Güter transportiert, viel, viel freier damit umgehen kann und das dann einfach nur mit einem Spanngurt sichert. Und dass sich dadurch auch die Flexibilität erhält. Der klassische Fahrradkurier, den man ja alltäglich im Straßenverkehr sieht, findet eigentlich immer eine Lösung für alle Transportanforderungen und da wird einfach mit Spanngurten agiert. Erzähl uns doch noch, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, ein Lastenradanbieter zu werden oder Händler. Ja. Der Markt ist ja im Verhältnis zum klassischen Fahrradmarkt wirklich jung. So 2007, 2008 kam das Bullet. Vorher gab es halt nur die alten, schweren Lastenräder, die man so seit den 30er Jahren hier und da im Stadtbild sieht. Und Mitte der Nullerjahre sind halt zwei Männer in Kopenhagen auf die Idee gekommen, dass sie halt ein bisschen was Schnelleres, Dynamischeres fahren wollten als diese alten Lastenräder und haben das Bullet entworfen. So. Und das Bullet ist halt die Keimzelle aller modernen Lastenräder. Und wir haben 2010 angefangen, mit dem unter der Marke AMB Bullets zu verkaufen in Berlin. Und das ist eine ganze Reihe von Jahren sozusagen immer so als Nische hier und da, oftmals in anderen Fahrradläden mit drin. Und dann haben wir 2017 uns auf ein Projekt beworben vom Umweltministerium, wo es darum ging, gewerbliche Nutzung von Lastenrädern den Unternehmen nahezubringen, um die Möglichkeit zu geben, das auch kostenlos zu testen. Da haben wir dann für das Berliner Stadtgebiet den Topf bekommen und haben mit 30 Bullets Berliner Betrieben sozusagen die Möglichkeit gegeben, das ein paar Wochen lang kostenlos zu testen. Und das ist sehr gut angekommen. Die Resonanz, nicht nur der Betriebe, auch die öffentliche Resonanz war sehr, sehr gut. Die ganzen Kammern und Verbände haben uns da sehr, sehr, sehr groß unterstützt. IHK, Architektenkammer, verschiedene Handwerkskammern. Und aufgrund dieser sehr positiven Resonanz haben wir dann nach Beendigung des Projektes den Schritt gegangen und haben das Geschäftsmodell sozusagen auf mehr Marken erweitert, uns einen größeren Standort hier in Kreuzberg gesucht und und seitdem machen wir das. Wir haben ein bisschen mehr als 50% gewerbliche Kunden und muss sagen, also die Resonanz ist weiterhin steigend.
Und gibt es was, was ihr nicht abdecken könnt? Also gibt es Anfragen, wo du sagst, da müsste was passieren laut Hersteller der Räder, wo noch Kapazitäten sind? Oder was Komponenten betrifft, das ist ja auch ein Thema. Auch das Thema Service ist sicherlich ein Thema für die gewerbliche Nutzung. Es gibt natürlich immer so Spezialanforderungen, wo es dann sehr kompliziert wird. So mobile Köche, gekühlte Lösungen, aktive Kühlung ist immer so ein Thema. Das geben wir dann weiter. Wir haben so ein, zwei, drei Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sich darauf spezialisiert haben. Und das ist dann nicht mehr unser Bereich. Ne? Also wir stellen dann gern sozusagen die Basis. Und aber wenn es dann darum geht, irgendwelche komplizierten Techniken, gerade im Hinblick auf Kühlung, ist natürlich immer so eine Sache, die dann auch einen hohen Energieaufwand hat und so. Und das geben wir dann weiter, weil da gibt es Leute, die da besser sind. Und Wünsche, Forderungen an die Politik, an die Stadt, also jetzt gerade, ich meine jetzt Berlin, ja. Berlin ist ja noch nicht überall besonders radfreundlich, also auch schon für private Radnutzer. Ja, ich denke, da reihen wir uns ein, ne? In den allgemeinen Tenor dessen, was halt seit Jahren ja auf der politischen Ebene passiert. Da sind sicherlich so Vereine wie Changing Cities sehr, sehr viel prägnanter in ihren Forderungen. Ich würde sagen, es muss mehr Fläche geschaffen werden. Ne? Mehr Fläche, und über die Fläche kommt dann automatisch auch mehr Sicherheit. Weil wenn der Puffer da ist, wenn der LKW nicht mehr 50 cm an mir vorbeifährt, sondern 1,50 m, so wie es vorgeschrieben ist, wenn der LKW die Chance hat, das zu machen, was ja oftmals gar nicht Schuld des LKWs ist, sondern einfach Schuld der Struktur, dann wird es für alle sicherlich schon besser. Und Lastenräder sind groß oder deutlich größer als normale Fahrräder, und da ist natürlich auch der Platzbedarf entsprechend. Auch das Abstellen, da tut sich ja auch gerade was. Es werden halt Parkflächen umgewidmet in Parkflächen für Lastenräder. Da sind einige Bezirke gerade so ein bisschen in der Testphase. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, weil mit großen Lastenrädern wiederum dann auf dem Gehweg ist auch so eine Sache, wo man sich, glaube ich, mit den Fußgängern irgendwo dann sehr schnell auch in Konflikte gerät. Deshalb muss einfach mehr Platz geschaffen werden. Jetzt bist du auch Initiator des Cargo Bike Race. Ist das richtig? Ja. Nee, Initiator bin ich nicht. Also Cargo Bike Race Cargo Bike Race gibt es seit den 40er Jahren. Ach, eigentlich noch viel länger, aber seit den 40er Jahren gibt es, oder Ende der 30er Jahre hat es in Kopenhagen eine dänische Meisterschaft gegeben, die gibt es heute noch, die ist vor 10 Jahren wieder reinitiiert worden. Und irgendwann haben wir natürlich hier in Berlin auch gedacht, ach Gott, das ist ja lustig, also Lastenradrennen wird vielleicht nicht jedem irgendwo sofort klar sein, was das ist. Da geht es halt darum, dass man mit Lastenrädern auf einer Rennstrecke Gegenstände transportiert, und das Interessante daran ist halt, dass es einen Lade- und einen Entladevorgang gibt während des Rennens, und das ist halt so ein Break innerhalb des Fahrradfahrens, und das führt halt zu doch sehr spannenden Situationen, weil man da Fehler machen kann. Man muss sich konzentrieren, wenn man sich vorher verausgabt beim Fahrradfahren, macht man mehr Fehler. Ich sage immer so, das ist so der Biathlon des Radsportes, weil zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten da miteinander verknüpft werden. In Berlin gibt es das seit 2014. Ich organisiere das seit 2017. Und dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwieriger, aber wir sind gerade daran, Corona-konform oder Corona-taugliches Rennformat uns zu erarbeiten. Und da wird es im August eine Überraschung geben. Wunderbar. Dann vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Ja, vielen Dank euch auch.